Hallo? Ja? Moment bitte, ich frag Sie schnell. Wollt ihr Opa im Garten helfen, das Kartoffelbeet umzugraben? Ja, das macht Spaß. Ja, die beiden wollen helfen. Ich habe nachher noch einen Arzttermin, aber Martin ist dann da und kann sie wieder abholen kommen. Ich schicke die beiden rüber. Wir haben schon unsere Schaufeln geholt. Prima, dann könnt ihr rübergehen. Viel Spaß. Papa holt euch nachher ab. Okay, tschüss Mama. Mir auch helfen. Ach Mia, wir lassen den Opa jetzt mal was mit den Jungs machen. Du kannst aber gerne Mia helfen. Ja, Mia Mama helfen. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal auf dem Esstisch die ganzen Krümel wegwischen. Du kannst diesen Lappen nehmen. Mia, wisch. Sehr gut, jetzt müssen wir die Krümel vom Boden aufkehren. Das mache ich mal mit dem großen Besen. Und du, Mia, du kannst nachher den Haufen mit dem Kehrbesen aufkehren, okay? Ja, Mia, kleiner Besen. Das machst du sehr gut. Das kommt jetzt in diesen Müll. Als nächstes muss ich noch Wäsche waschen. Willst du mir dabei auch helfen? Ja, Mia, helfen. Gut. Dann kannst du mal nachschauen, ob vom Papa noch Wäsche im Schlafzimmer liegt. Und dann bringst du es zur Waschmaschine. Ja. Papa Kleider. Kleider weg. Kleider da drin. Ah, ja, viele Kleider. Alle Kleider raus. Oh, da ist aber viel Wäsche vom Papa. Das waschen wir zuerst. Das gibt ja schon eine ganze Waschmaschinenladung. So, jetzt alles rein. Genau. Und Achtung, jetzt machen wir hier die Tür zu. Und du kannst jetzt hier auf diesen Knopf drücken, dann startet das Waschprogramm. Toll, wie du schon helfen kannst, Mia. Ach, diese ganzen Filzstifte. Wir wollten doch schon lange mal schauen, welche davon noch malen und welche schon leer sind. Komm, wir haben noch ein wenig Zeit. Das machen wir jetzt schnell zusammen. Ich hole den Mülleimer. Schau, wir malen jetzt die Stifteprobe und die, die nicht mehr malen, kommen direkt in den Mülleimer. Grün. Mia, das ist blau. Probier mal, ob der blaue Stift noch malt. Ja. Dann kommt er wieder in die Box. Der rote Stift malt nicht mehr, der kommt in den Müll. Rosa. Genau, rosa. Auch schon leer. Wirf ihn weg. Rosa weg. Hallo. Hallo, wir sind im Kinderzimmer. Papa. Hallo Mia, malst du was? Nein. Wir sortieren nur leere Filzstifte aus. Die Jungs helfen Opa im Garten. Ah, okay, gut. Wann musst du denn zu deinem Termin? Ich sollte in 5 Minuten los. Kannst du dann bitte die Jungs um 17 Uhr abholen? Klar, das mache ich. Super. Jetzt haben wir alle sortiert. Du kannst schon ganz toll helfen. Ich muss jetzt los. Papa ist jetzt für dich da. Mama. Ich bin zum Abendessen schon wieder da. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Mama. Ich muss jetzt zuerst noch schnell duschen. Am besten, du kommst dann mit ins Bad. Du kannst ja hier auf den Teppich sitzen und das Buch anschauen. Mir ein Buch gucken. Ja, genau. Und ich dusche schnell. Riecht gut. Riecht bäh. Weg. Wo ist denn mein Duschgel hin? Mia, kannst du mir bitte das Duschgel aus der Box geben? Da? Das ist nicht mein Duschgel, das ist doch deins. Gib mir bitte das Blaue. Blaue weg? Wie weg? Das muss doch da sein. Nein. Ach je, dann nehme ich jetzt eben das hier. Was ist das überhaupt? Prinzessin-Duschschaum mit Himbeerduft. Naja, Himbeeren sind ja ganz gut. So, schön hast du gewartet, Mia. Oh, prima, du bringst mir schon das Handtuch. Du kannst aber gut helfen. Ja. Jetzt muss ich frische Kleider anziehen. Die anderen sind nämlich schon ganz schön verschwitzt. Ach je, wo sind denn alle meine Kleider hin? Mia, Wäsche waschen. Wie in der Wäsche? Aber die waren doch noch alle frisch. Ach je, und die Waschmaschine läuft ja schon. Mit meinen ganzen Kleidern. Oh.
Was mache ich denn jetzt? Ich kann doch nicht nochmal die verschwitzten Sachen anziehen. Das Einzige, was noch im Schrank hängt, ist mein Anzug. Dann ziehe ich halt den an. Und jetzt, Mia, müssen wir Paul und Alex bei Opa abholen. Hallo, ihr beiden. Oma! Ja, Mia, kommst du mal zur Oma? Martin, du hast dich aber schick gemacht. Ja, und die Mia auch. Du duftest ja fein nach Himbeere. Ah, ist das nicht dein Prinzessinnen-Duschschaum? Papa duftet. Der Papa duftet. Ah, tatsächlich? Wollt ihr denn heute noch ausgehen? Nicht wirklich. Wir wollten Paul und Alex abholen. Die sind hinten im Garten. Ah, da kommen sie ja schon. Hallo, Papa. Oh nein. Ha, jetzt ist der Anzug auch noch schmutzig. Jetzt habe ich ja gar nichts mehr zum Anziehen. Oh, Mia hilft Papa. Mia kann gut Wäsche waschen. Liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr bei der nächsten Geschichte wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.